Wir treffen uns seit 11 Monaten, immer am 7. jeden Monats hier, um gegen Antisemitismus in dieser Stadt zu protestieren. Traditionell wie immer mit euch eine Schweigeminute für all die ermordeten Menschen in Israel, dass wir eine Schweigeminute für sie einnehmen und dabei auch die zivilen Opfer in Gaza mit berücksichtigen. Vor 7 Jahren ist Maya Wolfberg aus Israel nach Berlin gezogen. Der 7. Oktober 2023 hat ihr Leben verändert. Wir sind ununterbrochen traurig. Wir gehen traurig schlafen und stehen traurig auf. Der Krieg ist nicht vorbei, die Geiseln sind nicht zu Hause. Überall wächst der Antisemitismus. Jacqueline Shilbaya demonstriert als Palästinenserin gegen den Nahostkrieg. Für mich bedeutet ein freies Palästina nicht das Nicht-Existieren eines Israels. Für mich bedeutet auch die Rückkehr aller Palästinenser nicht gleichzeitig die Verdrängung aller jüdischen Menschen. Das letzte Jahr hat eine Riesenrolle dabei gespielt, meine Identität zu festigen. Ich habe noch nie in meinem Leben so viel Rassismus erfahren wie seit Oktober. Ich kannte den Begriff antipalästinensischer Rassismus schon, aber jetzt durfte ich ihn noch mal neu kennenlernen. Indem ich aufgefordert werde, mich von Terror zu distanzieren. Man geht von Anfang an davon aus, dass ich Teil davon bin und ich muss erst beweisen, dass ich keine Terroristin bin oder gegen Terror bin. Und diese Voreingenommenheit alleine schon ist für mich sehr, sehr krass. Ja. Maya und Jane haben im Juli geheiratet. In einer politisch linken Kneipe, die sich gegen Antisemitismus engagiert. In Neukölln, wo auch ihr Opa geboren wurde. Wegen der Nationalsozialisten musste er fliehen. Ich bin hier und ich heirate hier. Wir wussten von Anfang an, dass wir Security für die Party brauchen. Das ist mittlerweile für jüdisches Leben normal. Jewish Life now in Berlin. Beim Blick nach draußen entdeckt der Kneipenbesitzer ein rotes Dreieck. Mit diesem Symbol markiert die Hamas seit dem 7. Oktober ihre Ziele. Shai Hoffmann ist bei mir. Und wenn Sie regelmäßig Abendschau gucken, dann kennen Sie ihn als, nun sagen wir mal, Botschafter der Versöhnung. Gemeinsam mit Joanna Hassoun geht er an Schulen. Er ist selbst deutscher Jude, sie ist Palästinenserin. Und zusammen versuchen die beiden, den Hass zu überwinden. Schönen guten Abend, Herr Hoffmann. Guten Abend, Herr Hengst. Nun eskaliert momentan im Nahost der Krieg ziemlich deutlich. Heißt das, dass auch bei uns diese Konflikte weiter zunehmen werden, eskalieren werden? Wir fürchten, dass das so sein wird. Ja. Also die Geschehnisse in Nahost, die übertragen sich eigentlich fast zeitgleich sozusagen in unsere Gesellschaft hierher. Und wir merken, wie die Ränder, die wir jetzt auch in diesem Beitrag gesehen haben, sozusagen sich verhärten und das leider dazu führt, dass Dialog fast verunmöglicht ist oder unmöglich ist. Aber gerade wenn man hier lebt, müsste man doch eigentlich in der Lage sein, einen differenzierten Blick auf den Nahen Osten zu haben. Man hat ein bisschen Abstand, man hat all die Informationen, die man braucht. Wir sehen im Gegenteil rote Hamas-Dreiecke beispielsweise. Also es gibt eher viele Radikale hier. Woher kommt das? Es hat verschiedene Gründe. Es kommt daher, dass, glaube ich, die sozialen Medien, also in Schulen, wo wir unterwegs sind, merken wir, wie soziale Medien hineinspielen in die Meinungsbildung der SchülerInnen, der jungen Menschen, aber auch von Erwachsenen. Und ich glaube, dass da so emotionale Bilder und Videos unterwegs sind, dass Menschen sich sozusagen in diesem Zuge auch ein Stück weit radikalisieren bzw. emotionalisieren lassen. Was passiert denn, wenn Sie in so eine Klasse kommen, also Sie als Jude in eine Klasse kommen, wo eine Mehrheit der Schüler, sage ich mal, türkische oder arabische Wurzeln hat? Ja, wie reagieren die auf Sie? Mit großen Augen. Und sehr interessant ist dabei natürlich auch die Körperhaltung und die Körpersprache zu lesen. Und oft merken wir, wir kommen ja als Duo, also ich zusammen mit einer Palästinenserin oder einem Palästinenser. Und oft merke ich an der Körperhaltung irgendwie, dass so eine Ablehnung da ist. Und das Spannende ist aber, während des Gesprächs merkt man, dass ich eigentlich gar nicht sozusagen auf der vermeintlich anderen Seite stehe, sondern eigentlich für das Recht
von Israelis und Juden und Jüdinnen bin, aber auch gleichzeitig für das Recht der Palästinenser und Palästinenserinnen. Und dann sozusagen enthärten sich auch die Fronten. Aber nun sind ja Palästinenser nicht gleich Palästinenser. Wir haben eben die junge Frau gesehen. Auf der anderen Seite gibt es diejenigen, die offensichtlich die Hamas unterstützen und rote Dreiecke malen. Wer die Hamas unterstützt, der hat vernünftigerweise ja nicht im Sinn, dass Israel ein Existenzrecht haben kann. Kommen Sie an so jemanden auch ran oder sind das dann diejenigen, die weiter so sitzen bleiben? Das sind tatsächlich Beobachtungen, die wir auch anstellen. Seit dem 7. Oktober erleben wir eine Radikalisierung im Zeitraffer und stoßen auch zunehmend auf Menschen, die eben auch Gewalt verherrlichen, die Hamas als Widerstandskämpfer betrachten. Und das ist etwas, was wir ganz deutlich und entschieden zurückweisen und erklären, warum wir nicht finden, dass die Hamas Widerstandskämpfer sind, sondern eigentlich der palästinensischen Sache nicht zuträglich ist. Und an diese Menschen kommen wir tatsächlich nicht ran. Wie geht es denn umgekehrt Ihren palästinensischen Kollegen, wenn die jetzt im Alltag, sei es mit Deutschen oder eben auch mit Juden reden, geht denen das auch so, dass die sich rechtfertigen müssen, alle naslang, wie wir es gerade im Beitrag gehört haben? Ja, tatsächlich. Joanna Hassoun, mit der ich ja in die Schulen gehe und die Trialoge mache, die wird manchmal schon auch gefragt, wie sie zu Hamas steht und wird darum gebeten, sich zu distanzieren. Und ich glaube, dass wir vielen Palästinensern und Palästinenserinnen mit dieser Forderung kein Gefallen tun, beziehungsweise heißt, auch, wo auch wir als Mehrheitsgesellschaft was dazulernen müssen. Ne? Absolut, ja. Ich denke, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir unterscheiden, dass es natürlich gewalttätige Menschen gibt auf der palästinensischen Seite, aber auch auf der israelischen Seite, die Gewalt befürworten. Und wir sagen ganz klar, Gewalt ist nicht die Lösung. Schreihoffmann, vielen herzlichen Dank. Danke, Hengst.